Einen wunderschönen guten Morgen aus Fieberbrunn. Schaut euch doch mal den Sonnenaufgang an. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind hier in Fieberbrunn im Pillerseetal, wurden hier eingeladen. Und ja, lasst euch überraschen, was jetzt noch folgt. Wir wollen heute wieder eine kleine Wanderung unternehmen. Die meisten Hütten sind zu, wir haben unsere Brotzeit also wieder dabei. Und mal sehen, ob wir irgendwie eine schöne Almentour in der Sonne machen können. Zuerst müssen wir aber durch den Ort durch. Cassie angeleint. Und schaut euch mal das Haus an. Schön, oder? Das ist das Haus, irgendwie Haus, Gasthaus zur Post oder so. Wurde mir auch empfohlen, dort mal einzukehren. Steht nämlich draußen dran Kochkunst. Cooking Art. Ah, da steht es nochmal. Hotel Alte Post, Familie Eder. Als ich einkehren wollte, war leider eine Hochzeit, also eine geschlossene Veranstaltung. Und die Corona-Maßnahmen werden hier wirklich richtig streng umgesetzt. Das schmeckt Cassie immer am besten. So, hier ist dann auch der zentralste Punkt, die Kirche und ein paar Gasthäuser, Sparkasse und Geschäfte. Ein nettes kleines Örtchen. Wir sind jetzt in der Gondel, da liegt Cassie und wir brauchen keinen Maulkorb. Ganz wichtig ist, man muss hier eine FFP2-Maske haben. Eine normale medizinische reicht nicht aus und der Hund natürlich einen Maulkorb. Eine Hundefahrkarte kostet 7 Euro, eine Menschenfahrkarte weiß ich nicht, blende ich euch hier ein. Und jetzt fahren wir wieder bis ganz nach oben und dann beginnt unsere Wanderung. Wow, schaut mal, wie das aussieht. Herrlich, oder? So, Jana macht einen Plan. Wir sind dort beim Lerchfelskogel und wollen hier oben so ein bisschen rumwandern. Am Ende vielleicht auf der Mittelstation ankommen oder vielleicht bis ganz nach Fieberbrunn laufen. Das entscheiden wir spontan und Cassie, die wartet hier ganz brav mit meinem Rucksack und schaut euch mal das Panorama an. Ist das nicht der Hammer? Schaut mal, wie wohl sie sich fühlt hier. Na? Dicke? Da unten werden wir dann irgendwo langlaufen. Hier unten ist Fieberbrunn. Hammer, oder? Und die kratzt sich hier immer noch. Jetzt gehen wir los, Cassie. Jetzt gehen wir wieder wandern, nicht? Der Sonne entgegen. Ich will euch einmal kurz den Weg zeigen. Gestern war ich ja hier oben, ne? Da ist das Wildseeloderhaus und dann bin ich hier hochgekraxelt. Und heute, wartet, ich drehe mal um. Heute gehe ich hier diesen Weg hinunter und dann so ein bisschen kreuz und quer. Und mal schauen, was sich noch findet. Auf jeden Fall wollen wir da mal schauen. Und dann gehen wir um die Kurve und laufen auf der Sonnenseite weiter. So, jetzt wird erstmal eine Runde gebadet. Eben habe ich hier sogar Fische gesehen, aber die hat Cassie scheinbar verjagt. Seht ihr ihn? Ein ganz kleiner. Wer weiß, was es für ein Fisch ist? Ist es eine Forelle? Hier ist auch noch einer. Die schwimmen auf jeden Fall gegen den Strom. Dann das Wasser kommt von hinter mir. Angelst du, Cassie? Sind da Fische? Wo sind die Fische? Thank you.
euer Hund auch so gerne Bananen? Weiß ich schon. Ich habe gerade mal geschaut, was ich hier so für Berge sehe. Und zwar, das sind die dort. Das rechte müsste das Birnhorn sein. Birnhorn, 2634 Meter. Daneben ist das Griesener Hochbett. Dann kommt das große Marchentorn. Und links ist das Rothorn. Die sieht man beide fast gar nicht. Und dann geht es da drüben weiter. Großes Ochsenhorn, 2488. Daneben ist das große Reifhorn, 2488. Die sind beide gleich hoch. Ja, könnte man in etwa denken, ne? Und die anderen daneben, die sieht man jetzt von hier aus nicht mehr. Auf jeden Fall ist da Leongang in diese Richtung. Und dort ist der Hochkaiser. Und der, der uns hier den Weg zum Großglockner versperrt, oder die Sicht zum Großglockner, das ist der Spielberg, das Spielberghorn. Wir sind hier jetzt einmal rumgelaufen. Schaut doch mal, wie klar das Wasser ist. Hier sieht man sogar ganz viele kleine Fische drin rumschwimmen. Und da hinten liegen unsere Sachen. Hier ist kein Mensch. Sie sieht natürlich auch die kleinen Fische hier rumschwimmen. Ja, wir sind jetzt einmal hier ringsrum gelaufen. Hier oben ist der See, an dem wir waren. Da hat sich die Sonne ja dann hinter versteckt. Und wir sind dann hier so einmal rumgelaufen, bis wir hier angekommen sind. Aber schaut doch mal. Sieht das nicht mega aus hier mit diesem blauen Himmel? Da unten fließt ein Bächlein. Da oben waren wir gestern. Das ist der Wildseeloder. Diese Alm hat leider auch geschlossen bis zur Wintersaison, denn schaut mal, sie liegt mitten im Skigebiet. Jetzt gibt es erstmal eine kräftige Brotzeit mit Ausblick. Auf geht's, die letzten Meter. Cassie gräbt da noch, guckt nach Mäuse. Und wir müssen jetzt hier runter ins Tal nach Fieberbrunn. Ich zeig's euch mal andersrum. Der Weg ins Tal führt uns die Skipiste runter. Das ist ganz schön anstrengend. Mir tun schon die Zehen weh, obwohl ich meine Schuhe extra noch mal gut geschnürt habe. Das ist ganz schön steil. In echt sieht es noch ein bisschen steiler aus. Und wir kommen von dort oben. Jetzt geht's durch den bunten Herbstwald weiter. Schaut mal, wo wir sind. Wir sind unten angekommen. Wir sind die komplette Talabfahrt runtergewandert. Hier ist der Lift gleich, wo unser Ausgangspunkt war. Und von da kommen wir. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Wollt ihr weitere Videos sehen? Dann gerne meinen Kanal abonnieren. Bis bald!